ist los in dieser Woche? Eure Nachrichten rund um den FC Hansa Rostock. Im Achtelfinale des Fußball-Landespokals ging es für den FC Hansa Rostock am vergangenen Wochenende zum Regionalligisten Torgelower SV Greif. Dabei wurde unsere Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann gegen das nur eine Klasse tiefer spielende Team aus Torgelow mit 2:0. Vor den über 2000 Zuschauern in der Gießerei-Arena fiel die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit der Partie. So traf Johann Plath bereits in der 7. Minute zum 1:0 und 5 Minuten vor der Pause legte Tom Weiland nach und erzielte schon den 2:0 Endstand. Rechnet man die jetzt auf Johann Plath? Ja, da ist er. Da ist Johann Plath. Schön, jetzt genau zentral, ist jetzt gleich im Strafraum. Könnt ihr den Ball ablegen, doch er schießt aufs Tor. Und er ist drin! Das darf doch nicht wahr sein. Herzlichen Glückwunsch erste uns. Ballberührung. Erste Johann Ballberührung. Plath. Dann 2-3 Ballkontakte weiter und Johann Plath ist es, der mit links abschließt aus zentraler Position aus ungefähr 16 Metern. Der Ball schlägt vom Torschützen aus gesehen aus rechts unten am Pfosten ein. Der Torhüter kommt nicht rechtzeitig nach unten und wir haben hier die frühe Führung für den FC Hansa Rostock. So, jetzt, Malik Bolivar abgegrätscht von Stefan Gusche und dann kommt Sebastian Pelzer zu Hilfe, spielt den Ball zu Michael Blum. Michael Blum zu Leo Haas. Jetzt könnte es mal ganz schnell gehen, wenn Tom Weiland dort ablegt auf Michael Blum. Wundervoll gemacht von Tom Weiland auf Michael Blum. Der ist schon im Strafraum. Könnte jetzt in die Mitte geben. Was macht er? Er schaut, er spielt den Ball in die Mitte und da schießt Tom. Und Joll! Tom Weiland ist zu vorne geeilt, kriegt den Ball butterweich serviert von Michael Blum und schiebt ihn ein in die linke Ecke. Das ist das 2:0 in der 40. Minute von Tom Weiland und ich muss sagen, ein wundervoller Spielzug. Super. Tom Weiland und Michael Blum technisch blitzsauber gemacht. Das Viertelfinale ist noch nicht ausgelost. Die Runde der letzten 8 findet allerdings auch erst im März kommenden Jahres statt. Wir haben nach dem Spiel gegen Torgelow mit unserem Trainer Marc Fascher gesprochen, der auswärts nach wie vor nur Siege mit dem FC Hansa Rostock eingefahren hat. Marc Fascher, zunächst mal Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Aus unserer Sicht war es ein sehr umkämpftes, ein sehr hartes Spiel. Wie haben Sie es gesehen? Bin ich komplett bei dir, habe ich auch so gesehen. Es gibt ja nicht umsonst dieses Wort Pokalfight. Das war es dann auch mehr oder weniger. Und unterm Strich war es dann auch, um bei dem Wort Arbeit zu bleiben, ein Arbeitssieg für uns. Aber im Pokal zählt ja letztendlich nur eine Runde weiterkommen und von daher Mund anputzen, wir sind weiter. Man hat ja gesehen, dass abgesehen von Johann Plath haben Sie die gleiche Startaufstellung gewählt wie noch beim letzten Spiel. Von Jörg Hahnemann ausgesehen, abgesehen, der ist dann verletzt. Er wurde ja nachher eingewechselt beim Spiel in Bielefeld. Aber spricht das auch für die Ernsthaftigkeit, die man einem Gegner, obwohl er unklassig ist, zukommen lässt? Ich korrigiere dich ungern, aber wir haben auch Dennis Berger und Nils Quaschner getauscht. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, alles gut. Ja, aber ich bleibe, um bei deiner Frage zu bleiben, die Ernsthaftigkeit, das war uns ganz wichtig. Ich wollte es der Mannschaft letztendlich auch nicht nur mit der Aufstellung demonstrieren, dass wir wirklich hierher kommen und unser Pflichtprogramm auch absolvieren wollen. Und ja, da müssen eben halt in Anführungsstrichen die Besten ran. Die derzeit Besten. Dennis Berger ist ein gutes Stichwort. Er ist eingewechselt worden von Michael Blum, der verletzt raus ist. Dennis Berger auch verletzt raus. Was ist da passiert? Gibt es da schon irgendwelche Informationen? Ja, wir müssen vorsichtig sein, was die Informationen anbelangt. Aber die Schulter ist wohl rein und wieder rausgesprungen. Also ja, ist überhaupt nicht gut. Eine schöne Hiobsbotschaft. Müssen wir jetzt mal gucken, was die Kernspin-Bilder ergeben. Bin ich auch gespannt. Und bei Michael Blum war es eher nur eine Vorsichtsmaßnahme oder sie auch härter verletzt? Nee, der hat ein schönes Osterei am Schienbein, hat schön einen draufgekriegt. Also, wie gesagt, einen schönen Tennisball hat er da unten. Na, Tischtennisball, nicht Tennisball. Ja, eine schöne Prellung. Zum Spielverlauf, letzte Frage. Es war insgesamt jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo man jetzt einen Schönheitspreis für vergeben müsste. Viele hohe, viele lange Bälle. Ist das auch dem Platz geschuldet? Ich bin mal drüber gegangen, sehr holprig, auch relativ stumpf. Nein, ich bin nicht der Typ, der nach Alibis sucht und den Platz dann möglicherweise als Ausrede gelten lassen will. Ich sehe es eher so, dass wir so ein paar Phasen hatten, um das Spiel letztendlich ruhiger zu gestalten, wo wir einfach den Sack zumachen müssen. Wir sind gut reingekommen, machen das 1-0, dann sogar noch das 2-0 vor der Halbzeit, was ja auch psychologisch immer ein guter Zeitpunkt ist. Aber zweite Halbzeit, was mich stört, ist eben halt, dass wir das 3-0 nicht gemacht haben. Wir hatten wirklich ein paar richtig gute Torschancen und so hältst du den Gegner natürlich immer am Leben. Ne? Wenn da einer mal durchflutscht, dann steht das Stadion hier Kopf und das braucht kein Mensch. Wir wollten das Stadion so ruhig wie möglich halten. Das ist uns dann auch mehr oder weniger gelungen und ich sag, bleib dabei, es war ein Arbeitssieg und ja, Mund abputzen, weiter geht's. Und am Strich bleibt es weiterkommen. Glückwunsch nochmal, vielen Dank.
Während Michael Blum nach seiner Blessur in dieser Woche wieder mittrainieren konnte, wird Dennis Berger wohl noch mindestens 2 weitere Wochen ausfallen. Der 29-Jährige hat sich einen Sehnenriss in der Schulter zugezogen. Einen Rückschlag gab es leider auch bei Johannes Brinkies, dessen Oberschenkelverletzung wieder aufgebrochen ist. Der Torhüter wird also am Wochenende gegen Alemannia Aachen definitiv nicht dabei sein. Noch härter hatte Stefan Gusche getroffen. Der Innenverteidiger hat sich im Training das Knie verdreht und droht bis zur Winterpause auszufallen. Er ist damit neben Molatey, Edison Jadanov und Patrick Wolf bereits der 4. Langzeitverletzte bei Hansa. Es gibt aber auch Erfreuliches aus dem Hansa-Lager zu berichten. Andrej Smetana ist zum Spieler des Monats September in der 3. Liga gewählt worden. Gegen den Tschechen hatte die Konkurrenz keine Chance. Andrej erhielt mehr als 2/3 aller abgegebenen Stimmen. Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock hatte am vergangenen Wochenende zwar spielfrei, war aber für den guten Zweck trotzdem im Einsatz. In Kirchmulsow fand ein Benefizspiel zu Ehren des verstorbenen Fußballers Martin John statt. Der Spieler des Mulsower SV war Anfang September während eines Spiels plötzlich auf dem Feld zusammengebrochen. Die insgesamt 2.500 Euro, die durch den Verkauf der Eintrittskarten und der Programmhefter an die rund 550 Zuschauer am vergangenen Wochenende zusammengekommen waren, gehen an die Hinterbliebenen. Noch einmal 300 Euro brachte die Versteigerung eines Trikots von Andrej Smetana ein, das dieser beim Auswärtssieg in Bielefeld getragen hatte. Eine gelungene Premiere feierte Manfred Starke am vergangenen Sonnabend. Der in Namibia geborene Mittelfeldspieler hatte seinen ersten Einsatz für das Land in Südwestafrika. Manfred, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Länderspieldebüt für die namibische Nationalmannschaft. Wir sind natürlich total gespannt, was du zu berichten hast. Wie war's? Ja, also es war einfach ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Also ich hatte ja schon mal eine Einladung jetzt im Juni, da habe ich mich leider verletzt und jetzt hat es endlich geklappt und das war einfach ein riesen Erlebnis. Was gehört denn alles zur Vorbereitung? Weil du hast ja nicht nur gespielt, da gehört ja auch Vorbereitung zu. Wie sah die so aus? Ja, wir waren in einer Art Trainingslager, sage ich mal. Wir waren alle zusammen in meinem Hotel, hatten jeden Tag 2x Training und das war halt so ein kleines Camp, so sage ich mal. Also es war ganz cool gemacht, die Leute in der Mannschaft, die haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. Und ja, es war einfach rundum gut. Du warst der einzige Europäer im Team, ne? Ja, richtig. Das ist korrekt, ja. Der namibische Nationaltrainer und auch einige namibische Zeitungen waren ja voll des Lobes für dich. Wie zufrieden bist du denn selber mit deinem Einsatz und deiner Leistung gewesen? Ja, doch. Also es war gut, aber leider nicht sehr gut, weil wir nur 0-0 gespielt haben. Also wir hätten einen klaren Sieg einfahren müssen. Das hat leider nicht geklappt, aber sonst so an sich war es eine sehr gute Geschichte, ja. Für dich war die Reise nach Namibia ja auch eine Reise zurück in die Heimat zu deinen Eltern. Hattest du so ein bisschen Zeit für die Familie oder blieb da gar keine Zeit? Doch, ab und zu haben wir uns gesehen und eine Nacht konnte ich sogar zu Hause schlafen, kurz bevor es dann am Sonntagabend wieder losging nach Deutschland. Und jetzt nochmal was zum Neidischwerden. Wie warm war es in Namibia? Ja, so 33 Grad waren es schon. Na dann, sagen wir nochmal herzlich willkommen im herbstlichen Deutschland. Ja, und nochmal Gratulation zu deinem Länderspieleinsatz. Vielleicht werden wir Manni Starke auch am Sonnabend im Heimspiel gegen Alemannia Aachen in der Profimannschaft des FC Hansa Rostock auf dem Platz sehen. Also kommt vorbei, die Mannschaft zählt auf euch. Hallo Hansa-Fans, wir freuen uns auf das Spiel gegen Aachen und hoffen, dass ihr uns zahlreich unterstützt und dass wir mit euch den Sieg feiern können. Kommt ins Stadion.